Hallo und herzlich willkommen zu Alan Wacke. Der erste Teil vor 10, 20 Jahren, nee, 2010, also vor 13 Jahren, rausgekommen auf der Xbox und dann, anschließend auf dem PC. Ah, du kleine Fotze. Ja, und wir spielen hier mal weiter, ne? Oh, der Schrotti. Die nehmen wir doch. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. Oh, bestimmt, Nase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Gut, wir werden also gleich von Hunden angegriffen. Hätte ich doch beinahe die Manuskriptseite übersehen.
gucken wir denn da hin? Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, mach die besten Hotdogs im Staat. Der Magensprenger ist der Beste, gar keine Frage. Der Monster Dog kommt gleich danach. Der Star Dog ist der Drittbeste. Ich hoffe wirklich, dass ich die Munition nicht verliere, aber ich weiß es halt einfach nicht. Hazardous Environment. Na, das kann ja nur gut werden. Oh ja, die Fernsehsendungen. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan. Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut.
Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm Pistole. Ach ja, sie ist Scheiße. Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagte er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Die Night Springs. Nice. Siehste. So, und jetzt kommt, glaube ich, erstmal direkt ein Big Boss. Das war sozusagen für Entspannung. Siehste, habe ich doch. Es ist merkwürdig. Ich habe das Spiel halt wirklich nur einmal gespielt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Man die Dinger nicht kaputt machen. Ach nee, kann man nicht. Das war jetzt eine wirkliche Verschwendung. Eieiei. Igen! Habe ich jetzt. Ja, gut. Eine Zettkatze am Auto zu wechseln ist wirklich nicht so einfach. Wie man vielleicht denkt, es kann sehr gefährlich sein. Und man braucht Geduld. Yeah.
Fall deinem Gegenmal Werkzeuge runter und in den Antrieb! Böser und verdammter Fehler! Eigentlich ist es nicht so schwer. Und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Was ist denn hier nur los? In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Oh, das wieder. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm, ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Achtundsechzigstes jährliches Hirschfest, 15. bis 18. September, Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik für die Kinder, Hasenzahn-Charlie, nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery, dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Polizeiwache Bright Falls. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Ich glaube, da fehlt was.
hat einen Entwickler geschlampt. Alan Wake. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. Can't help it if I cry. I remember that you said goodbye. It's too bad that all these things can only happen in my dreams. Bis in die nächste Folge.